Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es weiter in meiner Videoreihe 1000 Fragen an dich selbst. Und das ist eine Videoreihe, in der ich mir ganz viele Fragen stelle und mich dadurch ein bisschen besser kennenlerne. Ihr lernt mich ein bisschen besser kennen. Ich erinnere mich an lustige Sachen und es sind teilweise private Fragen, inspirierende Fragen, lustige Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir beginnen heute mit Frage 851. Wir nähern uns der 1000 Digis. Ich würde mich freuen, wenn ihr während dem Video fleißig mitkommentiert. Ansonsten stelle ich euch am Ende des Videos nochmal die Fragen, die mich am meisten interessieren bei euch. Ich lese immer alle Kommentare. Ich finde das immer sehr interessant und inspirierend, was ihr so schreibt. Und ja, Frage 851 fängt es heute an. Entschuldigung. Frage 851. Bedeutet Fremdgehen das Ende der Beziehung? Ich finde, das ist eine sehr große Frage und ich finde, da kann man nicht drüber urteilen bei niemanden, außer man steckt selber in der Haut. Man kann vermuten, wie die Person sich fühlt oder es denken und sowas, aber ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sagen, oh, wenn mein Mann das tun würde, würde ich ihn sofort verlassen. Bro, warte ab, du warst noch nicht in der Situation. Was? Der hat dich betrogen? Oh mein Gott, der wird dich jedes Mal betrügen. Verlass ihn. Wow, wow, wow. Fremdgehen ist nichts Schönes. Ein Betrug ist etwas Schlimmes in jeder Lebenslage, in jeder Hinsicht, in jeder Sache. Ich finde, es gibt auch Unterschiede beim Fremdgehen. Emotionales Fremdgehen, sich in jemanden verlieben, eine Affäre über längere Zeit, Sex, ein Kuss. Ein Kuss zum Beispiel ist eine Fehlentscheidung, auch ein Fehler, der mega schlimm ist, der Fremdgehen ist. Aber Sex zum Beispiel sind ganz viele Schritte, die gießt. Jeder Kuss mit der Person, jedes Kleidungsstück, das du ausziehst, der Akt an sich und. Und ich urteile über niemanden und ich finde, das ist eine Frage, die man nur von Situation zu Situation beantworten kann. Betrug ist nie was Schönes, aber das kann man meiner Meinung nach nicht pauschal beantworten. Aber ich denke, nein, Fremdgehen bedeutet nicht immer das Ende einer Beziehung. Würdest du das Gesetz übertreten, um jemanden zu retten, den du liebst? Ja. Bist du jemals wegen deiner Ansichten zurückgewiesen worden? Nein, aber ich habe schon doofe Erlebnisse oder ein bisschen doofe Erlebnisse wegen meinen Ansichten gehabt. Alleine, weil ich irgendwo Beauty-YouTuberin bin, weil ich Schminkvideos mache, aber kein Profi bin, kriege ich schon teilweise so, lern erstmal schminken und mach dann Videos, bla, nur Profis dürfen Videos machen, okay, sorry, du Model. Oder weil ich Gott liebe, aber das nicht unbedingt mit so handhabe, wie jeder das handhabt oder viele das handhaben. Weil ich eine sehr kindliche Fantasie habe. Das sind schon Sachen, mit denen ich anecke, aber das sind nun mal Sachen, die... Also ich bin ja, wie ich bin, so weißt du. Und zurückgewiesen nicht unbedingt, aber vielleicht... Na doch, vielleicht wurde ich schon teilweise ein bisschen zurückgewiesen wegen meinen Ansichten. Welches Urlaubssouvenir bereitet dir immer noch Freude? Ich habe da hinten ein... So ein Bild von meiner besten Freundin und mir, 4 Bilder, die haben wir in so einem Fotokasten gemacht während der Klassenfahrt nach Paris. Das wollte ich immer mal mit einer besten Freundin machen und mit ihr habe ich das gemacht. So, ihr kennt ja diese Fotoboxen, in denen man auch Ausweisfotos und so machen kann und das Souvenir bereitet mir noch Freude. Hältst du an etwas fest, das du schon lange hättest besser loslassen müssen? Ja. Ist irgendwann einmal deine größte Befürchtung eingetreten? Ja, und das war schrecklich. Was hat dir vor 5 Jahren den Schlaf geraubt? Vor 5 Jahren war ich 23, 4,5 Jahre bin ich mit Schatzi zusammen, da waren wir schon beste Freunde. Ich war ziemlich verknallt in meinen Ex-Freund und wir haben uns frisch getrennt und das hat mir ziemlich viele Nächte den Schlaf geraubt, weil ich sehr, sehr traurig war und echt krass Liebeskummer hatte und ja, das hat mir vor 5 Jahren den Schlaf geraubt. Hast du manchmal das Gefühl, dass du heute schon häufiger erlebt hast? Nö. Wer macht einen besseren Menschen aus dir? Schatzi, meine beste Freundin. Rodi, mein Hund, oh Baby. Meine kleine Schwester, meine Familie. Also die Menschen, die mir am nahesten sind. Was bringt dich zum Lachen? Egal wie schlecht gelaunt ich bin, egal wie traurig ich bin, egal was ist, Schatzi bringt mich immer zum Lachen und das ist echt toll. Meine beste Freundin ist auch sehr, sehr lustig, weil wir genau dieselbe Art von Humor haben. Ich habe einen sehr eigenen Humor und die bringt mich auch eigentlich immer zum Lachen. Und das ist schön. Was wäre auf deinem eigenen TV-Sender zu sehen? So also eine Mischung aus Musik, Dokumentation, bisschen Trash-TV und so. Ich mag das so, die Stars, bla bla. So. Ich gucke zwar kein Fernsehen, aber ich finde es cool. So. Und ja, so Sachen, die ich mag, die aber zu den meisten passen würden, glaube ich. Wie sieht deiner Meinung nach der Himmel aus? Okay, das sind echt private Fragen. Ich lese sie ja vorher nicht, weißt du? Also meiner Meinung nach trifft man im Himmel alle Menschen und Tiere wieder, die verstorben sind und knuddelt mit denen und es ist schön da und da chillen die Engel,
Der Osterhase chillt da mit dem Weihnachtsmann. Ja, das ist einfach schön da. Und ja, es gibt auch coole Partys und so, ne? Es ist nicht nur so langweilig Happy Family, aber das Schönste ist, dass man alle Menschen wieder trifft, die vor einem von der Erde gegangen sind. Und ja, man trifft auch Gott. Ist auch immer aufregend, ne? Tschüss. Welche Begegnung ist heftiger? So, ich glaube, so sieht das im Himmel aus. Und es gibt Pizzabäume. Ja, Mann. Was nimmst du dir mindestens zweimal im Monat vor? Sport. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Mein innerer Schweinehund ist so groß, wie mein Deutsch schlecht ist. Ja, ich finde das so schwer, mich zum Sport zu motivieren. Ich weiß, ich fühle mich danach besser. Ich weiß, es wird meiner Gesundheit und meinem Körper gut tun. Fetti geht nicht raus. Was ist so schwer daran? Ich verstehe es nicht. Aber ich versuche es immer wieder und Hauptsache, man gibt nicht auf. Wann hast du zuletzt in einer Hängematte gelegen? Mit meiner besten Freundin vor einigen Monaten in Flensburg auf so einem Berg und haben ein bisschen Mädels-Talk gemacht. Was findest du an einer Wellnessbehandlung am angenehmsten? Ich habe früher Wellness gar nicht so krass gefeiert, muss ich sagen. Und dann kam ich durch Schatzi auf den Trip. Ich fand das so dumm, Digga. Du gehst in eine Sauna und schwitzt einfach. Bro, wofür? Aber dann hat er mir so gezeigt, Wellness ist cool. Ich meine, guck mal, ich habe auch nur Seepferdchen. Ich bin nicht die Beste im Schwimmen, das kommt dazu. Swimmingpools, dies, das reizen mich nicht. Whirlpools sind cool. Aber so, du kannst halt entspannen. Du bist danach wirklich richtig chillig entspannt. Und das finde ich am angenehmsten daran. Schaust du ausländische Filme gelegentlich im Original? Oh, ganz, ganz selten. Was ich zuletzt im Original geguckt habe, weil es das nur am Anfang mit deutschen Untertiteln gab, dann nur mit englischen und dann nur noch auf Türkisch. Kara Sevda. Das ist so eine heftige türkische Serie. Tschüss. Da habe ich gemerkt, die Türken, ne, die darf man nicht unterschätzen. Das sind so Regisseure. Herzschmerz, Drama, Mord, Verzweiflung. Ey, ich habe. Und eine Folge ging nur 1,5 Stunden, glaube ich. Eine Folge war auf jeden Fall immer richtig lang. Alle Gefühle, die es auf der Welt gibt, so, und die türkische Sprache ist so eine blumige Sprache, und ich habe diese Serie geguckt, ich habe dadurch wieder angefangen, Türkisch zu lernen. Ich habe meine Mutter angerufen, ey, was heißt das Wort und so. Er hat das zu dem und dem gesagt, aber ich verstehe das nicht. Und da habe ich eine ausländische Serie auf Original geguckt, weil das heftig war. Machst du es dir manchmal unnötig schwer? Ja. Recht häufig. Ich bin so ein negativer Mensch, oft auch sehr pessimistisch und auch manchmal ein Schisser. Und das ist so oft nicht nötig und das macht es mir so schwer manchmal. Ja. Welches Wort hast du jahrelang falsch ausgesprochen? Ich glaube, ich spreche Packaging falsch aus. Meine Follower schreiben immer, dass sie es lustig finden, wie ich es ausspreche, aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Packaging, also die Verpackung von etwas. Packaging. Ton, habe ich meine Follower in einem Video letztens schon gefragt, wie man es ausspricht. Ton, Teint. Das sind so Sachen, die ich bis heute falsch ausspreche. Ja, moin. Und Regisseur habe ich früher oft falsch ausgesprochen. Was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel? Das Ziel. Manchmal, Digga, Leute denken so, hier ist Erfolg, hier bist du, buff, und du bist erfolgreich. Nein, Mann, der Weg zum Erfolg ist richtig dramatisch. Dies, das, bis du da bist, kann dauern. Das Ziel ist wichtig. Lässt du dich manchmal ausnutzen? Nein. Weil gar ich gar nicht so viel Kontakt zu Menschen habe, dass sie es tun könnten. Aber ich bin manchmal ein bisschen naiv. So, ne? Aber manchmal auch richtig gewieft. Aber nicht so, dass man mich unbedingt ausnutzen könnte. Dafür bin ich, denke ich, manchmal zu weit. Schlaukopf. Hörst du oft Radio? Ab und zu im Auto, aber nicht so oft. Was ist wichtiger, zu scheitern oder es gar nicht erst versucht zu haben? Zu scheitern ist wichtiger, auf jeden Fall. Manchmal musst du scheitern, damit es so Boom macht in deinem Kopf und du so einen Klatscher vom Kopf bekommst und Sachen änderst. Und manchmal brauchst du den Schmerz aus dem Scheitern auch. Und Scheitern ist auf jeden Fall wichtiger, als es gar nicht erst versucht zu haben. Was hätten die anderen nie von dir erwartet? Dass ich YouTube mache, dass ich so lange in der Partnerschaft bin. Ich bin so ein hasserfüllter Einzelgänger. Ja. Auf welchen Feiertag freust du dich jedes Jahr? Weihnachten finde ich sehr, sehr schön. Das feiere ich gerne mit Schatzi, mit seinen Eltern. Manchmal ist meine kleine Schwester Schnuppi da und da sitzt man zusammen. Nicht mal wegen den Geschenken, Digga, ist auch cool. So, ich habe jedes Jahr Hoffnung, dass ich den Weihnachtsmann sehe. Ist noch nicht passiert bisher. Also, ich habe ihn mal in so einem Laden getroffen, ne? Habe ein Foto mit ihm gemacht, aber ich habe ihn noch nicht so fliegen sehen. Und das Zusammensitzen, das finde ich am schönsten. Welche Farbe würdest du deinem Leben zuordnen? Schwarz, Rot, ja. Wer beschützt dich? Schatzi. Schatzi beschützt mich immer und ich weiß, egal was ist, er beschützt mich auf jeden Fall. Betrachtest du manchmal die Sterne am Himmel? Da ich in einem Dorf wohne mit 60 Einwohnern, haben wir manchmal einen wunderschönen Sternenhimmel. Nix Stadt, nix Autos, nix Drama. Du guckst hoch und siehst so tolle Sterne und manchmal gucke ich hoch und betrachte den wunderschönen Sternenhimmel. Wovon wirst du ruhig? Wenn ich müde bin, manchmal, wenn ich sehr traurig bin, wenn ich einfach keinen Bock habe zu reden. Ja. Kannst du Stille gut aushalten? Kommt auf die Situation an, kommt auf die Person an, mit der man chillt. Manchmal ist es so schön, zusammen zu schweigen, manchmal ist es ganz schlimm.
Es kommt wirklich auf die Situation und auf die Stille an. Ja, das war's jetzt schon mit den Fragen, Digis. Und lass mich mal gucken, was ich von euch am interessantesten finde. Bedeutet Fremdgehen das Ende der Beziehung? Seid ihr jemals wegen euren Ansichten zurückgewiesen worden? Wenn ja, wegen welchen Ansichten? Was motiviert euch zum Sport treiben? Was nehmt ihr euch mindestens zweimal im Monat vor? Macht ihr es euch manchmal unnötig schwer? Wenn ja, womit? Und was hätten die anderen nie von euch erwartet? Ja, auf jeden. Das waren jetzt die Fragen und ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und ich freue mich sehr auf eure Antworten. Ich bin auch sehr gespannt darauf, was ihr über meine Antworten denkt. Nächstes Video geht es weiter mit 881 und dann sind das nur noch eine Handvoll 1000 Fragen an dich selbst Videos, dann sind wir durch. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr neu dabei seid, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Viermal die Woche gibt es ein neues Video, alles klar, ich lerne zählen und dann könnt ihr mich ja vielleicht abonnieren, wenn ich in der Lage bin, 4 Finger hochzuzeigen. Digga. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.